Assassin's Creed Nexus, das nächste Assassin's Creed, naja, eines der nächsten Assassin's Creeds wurde geleakt, wir sprechen darüber, bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist Fragner, hier dreht sich alles rund um AC und Open World Rollenspiele, bleibt also sehr gerne hier mit einem Abo mit dabei, würde mich mega freuen. Ja, Assassin's Creed Nexus, so soll das nächste Assassin's Creed heißen und es gab einen Leak. Nun, die Ankündigung dieses Spiels, die ist schon ein bisschen länger her, denn es handelt sich um ein VR-Spiel, also Virtual Reality. Ich habe hier aber im Hintergrund schon die alten Assassin's Creed Trailer offen, ihr seht's, und das hat einen Grund, denn das Ganze wird relativ interessant. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal ganz kurz zusammen den Leak an und sprechen darüber. Nun, zusätzlich zu diesem Leak gab es erst einmal hier noch einen Artikel, und zwar von Tom Henderson, einer der bekanntesten Leaker, was Ubisoft-Spiele angeht und einer der korrektesten Leaker. Und hier in dem Artikel geht es auch so ein bisschen darum, was haben wir alles von diesem Spiel. Aber eine Sache fand ich ganz spannend, da bin ich mir noch nicht so sicher, ist das jetzt echt oder ist das falsch, nämlich dieses Video hier hochgeladen von Kask VR, Assassin's Creed Nexus VR Leak Main Menu ist wohl von Reddit hochgeladen worden. Und das Ganze sieht so aus. Ja. Hier auf jeden Fall unten irgendwie was zensiert. Wahrscheinlich, weil da ein Spielername oder so eingeblendet ist. Und dann sieht man hier Assassin's Creed Nexus. Scheint eine ganz frühe Entwicklungsversion davon zu sein. Sieht so ein bisschen aus wie die Animus Glitches mit Layla zusammen. Und ansonsten, ja, also ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt echt ist oder nicht. Man sieht hier wirklich nur Enter the Animus. Das kann auch von jemandem einfach so zusammengestellt worden sein. So ein bisschen in dieser, ja, Assassin's Creed Ästhetik, die hier probiert wird darzustellen. Bin ich mir nicht sicher, ja. The Sword of Ezio, das deutet natürlich darauf hin, dass es tatsächlich daraus stammen könnte. Aber auch das kann man natürlich auch faken. Bis dato ist das hier für mich kein Beleg für die Existenz und ich bin mir auch nicht sicher, ob das echt ist. Aber es könnte darauf hindeuten, was es so sein könnte. Und das Ganze stammt, wie gesagt, von Reddit. Und da haben wir hier einen Leak. Ja, da sagt jemand, das kommt in 12 Monaten. Er hat eben dieses Video hier hochgeladen tatsächlich und hat es wohl gespielt vor einigen Wochen. Und ja, er bietet da an, dass die Leute Fragen stellen können. Unter anderem sollen es 16 Missionen sein. 16 Missionen linear allerdings. Ja, das heißt keine Missionen, die jetzt irgendwie Open-World-mäßig unterwegs sind wie die aktuellen Releases, sondern wirklich relativ lineare Sache. Parcours-Elemente sollen vorkommen. Ja. Deswegen auch hier Assassin's Creed 1. Und noch viel spannender, wie ich finde, es sollen existierende Charaktere sein, die wir spielen. Und das könnte zusammenhängen mit Assassin's Creed Infinity vielleicht. Ja? Der Call von ihm hier ist Ezio, beziehungsweise von Tom Henderson, ja? dem Journalisten, der vertrauenswürdiger ist als jemand, der auf Reddit es einfach nur schreibt. Er sagt, Ezio kommt vor. Als spielbarer Charakter soll der erste spielbare Charakter sein. Er sagt, außerdem kommt Cassandra als spielbarer Charakter vor. Für die, die es noch nicht wissen, Cassandra ist Lore. Cassandra ist quasi der Charakter aus Assassin's Creed Odyssey. Alexios ist nur die Alternative, die einem gegeben wurde, weil Ubisoft gesagt hat, die Leute wollen einen männlichen Charakter spielen. Und sie hatten auch recht, mehr Leute haben einen männlichen Charakter gespielt. Cassandra, Ezio, das ist schon mega cool. Außerdem sind noch gecallt worden Connor aus Assassin's Creed 3 und natürlich der gute alte Haytham, der soll wohl auch vorkommen. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, ob als spielbarer Charakter oder nicht. Und ja, es soll ein lineares Game werden mit linearen Missionen. Attentate, Parcours, Schwertkämpfe sollen vorkommen. Diverse spielbare Waffen, unter anderem die Armbrust, sollen Comeback feiern. Das klingt nach Oldschool Assassin's Creed. Ja? Da es ein VR-Spiel wird, mit Brille auf, ist natürlich hier wieder die Frage Motion Sickness. Was bedeutet das? Euch könnte schlecht werden, während ihr das spielt. Für die Leute, denen das dabei schlecht werden könnte, bietet Ubisoft ein Feature an namens Teleport. Ja, damit könnt ihr euch durch die Welt teleportieren. Ihr geht nicht durch diese Welt. Das macht einen entscheidenden Unterschied, denn ihr gaukelt eurem Körper nicht vor, dass er sich bewegt. Ja,
Denn wenn du gehst, aber dein Körper sich nicht bewegt, dann kann das eben für dieses Übelkeitsgefühl sorgen. Wenn du dich teleportierst, dann bleibt das hoffentlich weitestgehend aus. Und so haben auch die Möglichkeiten, haben wir eine Möglichkeit für Leute mit Motion Sickness. Finde ich eine coole Sache. Teleport ist wohl ein wichtiges Feature davon. Und das ist schon ziemlich krass, weil Assassin's Creed sind ja bislang, bis auf die Chronicles-Teile und natürlich die PS Vita und so, immer AAA-Titel gewesen. Ja gut, Mobile Gaming auch. Die wollen ja wirklich sich noch breiter aufstellen. Und ich glaube, dass das in den Rahmen von Assassin's Creed Infinity passt. Assassin's Creed Nexus, was bedeutet das? Es könnte bedeuten, dass wir hier ein Multiversum erschaffen, beziehungsweise wir haben ja schon quasi ein Multiversum, ja, in einem gewissen Sinne mit verschiedenen Protagonisten in verschiedenen Settings und dass das hier zum ersten Mal ausgelebt wird, so wie Assassin's Creed Infinity's Vision ist. Und das könnte ein erster Schritt dahin sein, es könnte sogar in Assassin's Creed Infinity integriert werden, nach dem Motto, du hast das Spiel offen, jetzt setzt die VR-Brille auf, wenn du das machen möchtest. Setz sie ab, wenn du das andere spielen willst. Ja, also, verschiedene Charaktere, verschiedene Settings, verschiedene Missionen. Das ist scheinbar das, was Assassin's Creed Nexus ausmachen wird. Und das finde ich eine ziemlich ansprechende Sache. Also, ich habe auf jeden Fall Lust, das auszuprobieren. Einziges Problem, ich habe natürlich keine VR-Brille. Muss ich noch besorgen, aber ja, ich könnte mir vorstellen, das zu streamen. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie sieht es bei euch aus? Was sind eure Gedanken dazu? Es klingt wie für Oldschool-Fans gemacht. Allerdings bin ich mir sicher, dass eine VR-Brille noch weit weniger Menschen besitzen als eine PlayStation 5 oder eine aktuelle Grafikkarte. Da sehe ich so ein bisschen den Engpass, dass es kaum Leute gibt, die eine VR-Brille haben. Also mich eingeschlossen in meinem Umfeld. Ich kenne niemanden, glaube ich, der eine hat. Ja, zumindest haben wir noch nicht bewusst darüber gesprochen. VR ist irgendwie für mich kein Thema gewesen in letzter Zeit. Mehr. Das kam irgendwann auf. Ja, ich weiß nicht mehr, wann das war. 2014, 15, 16, 17, 18. Und gefühlt ist es wieder verschwunden. Vielleicht liege ich damit aber auch falsch. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, was aus diesem Game wird. Und was ist eure Meinung dazu? Findet ihr das authentisch, den Leak? Oder nicht? Wie gesagt, Tom Henderson hat hier drüber nochmal einen Artikel geschrieben. Er spricht ja außerdem nochmal vom Schlösserknacken. Wie gesagt, von Connor Haytham, Auditore. Natürlich mit dabei und verschiedene Level, dass der Teleport mit dabei ist, das haben wir alles schon besprochen. Tja, ich bin jetzt gespannt darauf, warten wir mal auf eine Ankündigung, denn ja, seien wir early, eine Ankündigung von Assassin's Creeds nächstem Teil, die steht jetzt langsam mal ins Haus, ja, die steht langsam mal aus, die Ubisoft Forward erwarte ich eigentlich im Mai, ja, das heißt, dass wir wissen, wie geht's weiter mit Ubisoft Releases, Avatar, Skulls and Bones, sonstige unangekündigte Spiele. Es ist wirklich viel, worüber Ubisoft mit uns sprechen muss. Und momentan steht ja noch so ein bisschen auf der Kippe, wird Ubisoft vielleicht verkauft. Dazu vielleicht nochmal ein anderes Video. Ich bin total, total gespannt und freue mich auf jeden Fall auf dieses Game. Wer möchte, der kann mich jetzt noch supporten und zwar bei meinem Sponsor und Partner EMP. Ja, die bieten Assassin's Creed Merchandise an. Ist natürlich unter jedem Video verlinkt. Allerdings gilt nicht mehr der Code Fragenhard, sondern der Code Gaming15. Einfach zusammengeschrieben Gaming15. Assassin's Creed Merch, Witcher Merch, alles mögliche. Teils gibt es da auch Games. Ja. Hier Badebuchse für den Sommer jetzt natürlich perfekt, muss man einfach sagen. Und würde mich freuen, wenn ihr da reinschaut und mich so unterstützt. Ich persönlich feiere das, habe auch einiges von dem Assassin's Creed Merch hier natürlich nochmal auf Oldschool angelehnt. Die Ezio-Silhouette, ja, auch genannt Desmond-Kappa. Oder hier so ein Krug. Ja. Kann ich euch wirklich empfehlen. Ey, das kenne ich auch noch nicht. Das ist, glaube ich, auch schon wieder was Neues. Also sie kriegen einiges Neues in letzter Zeit rein. Die Hülle kenne ich, glaube ich, auch noch. Naja, würde mich supporten, wenn ihr reinschaut. Wie gesagt, Code Gaming15 mal auschecken. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn es heißt Rambazamba. Bis später, euer Peter. Und natürlich hier gerne nochmal die Glocke aktivieren. Ne? Ich heiße übrigens nicht Peter, weil viele sagen immer, ich würde Peter heißen, weil ich bis später euer Peter sage. Ich sage das nur, weil sich das reimt. Ja? In diesem Sinne, bis bald. Euer Wald. Liebe Leute, mein Name ist Fragnard. Und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist Fragnard. Bis später, euer Peter. Und natürlich gern die Glocke aktivieren.
Dann natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Dann natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und meinen Zweitkanal könnt ihr auch gerne abonnieren.